Miller mag keinen Besuch. Der Besuch wird verbellt und der wird gestellt. Und das ist natürlich für die Besitzer unangenehm. Und ich schaue mir jetzt mal an, wie ich den Besitzern helfen kann. Ich bin auf dem Weg zu Kerstin und Tobias mit ihrer großen Schweizer Sennenhündin Miller, die jetzt 2 Jahre alt ist. Und Miller hat folgendes Problem. Sie verbellt Besuch und das ist natürlich für ihre Besitzer relativ stressig, denn man kann diesen riesigen 40-Kilo-Hund dann eher schlecht händeln. Und deswegen schaue ich mir mal an, wie wir der Miller erklären, dass sie den Besuch entweder freundlich begrüßt oder entspannt auf ihrer Decke bleibt. Oh. Hallo! Hallo! Schön, dich zu sehen. Hallo! Ich höre Sie schon. Ja, genau. Kommt ruhig mal rein. Ja, jetzt haben wir die Miller ja einmal in Action gesehen. Da habt ihr auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Also ja. Die ist ja wirklich high on fire, sobald Besuch kommt. Genau. Ich habe schon auch so ein paar Eindrücke gesammelt. Ich würde euch aber gerne noch mal so ein paar Fragen trotzdem zu ihr stellen. Zu jedem guten Training gehört ja auch immer ein Gespräch mit den Besitzern, denn man möchte ja auch die Vorgeschichte kennenlernen. Also habe ich mit Kerstin und Tobias ein Interview geführt und sie mal die ein oder anderen Sachen gefragt. Dabei ist rausgekommen, dass Miller der erste Hund ist und dass sie sich ganz bewusst für einen Schweizer Sennhund entschieden haben, weil die wenig nervös und sehr, sehr kinderlieb sein sollen. Was sie dabei aber nicht bedacht haben, ist, dass die Hunde ein sehr starkes Territorialverhalten zeigen können und dementsprechend das Haus und den Garten auch sehr, sehr gerne und leidenschaftlich bewachen. Und das zeigt Miller hier, also sie geht da ihrer Genetik nach und sagt, ich melde, wenn Besuch kommt, ich pumpe mich da auch mal so ein bisschen auf, ich sag Bescheid, ich stelle auch die Leute, ich mische mich da ein. Und gleichzeitig ist sie aber auch ein Sensibelchen und in vielen Situationen unsicher. Das, was ich noch erfahren habe, ist, dass Miller von Anfang an in der Hundeschule war und dass die Familie sich wahnsinnig viel Mühe gegeben hat, alles richtig zu machen. Sie haben sehr viel mit ihr gearbeitet, sehr viel Energie und Arbeit da reingesteckt. Und da frage ich mich natürlich, woran hapert es? Da muss ich mir jetzt mal anschauen, kann die Familie sich eigentlich der Miller gegenüber durchsetzen? Oder liegt hier vielleicht das Problem? Und deswegen machen wir dazu jetzt einmal eine Übung. Selina, wir machen jetzt eine erste Übung, weil ich gerne mal sehen würde, wie reagiert die Miller eigentlich, wenn du ihr eine Grenze setzt? Also hört sie dir zu? Versteht sie die Grenze überhaupt? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und kannst du es durchsetzen, wenn sie sagt, nö, möchte ich aber trotzdem machen. Und deswegen nehme ich jetzt gleich was Leckeres zu fressen und ich lasse das einfach mal hier, schmeiße das auf den Boden. Und ich hätte gerne, dass du ihr erklärst, dass sie da nicht dran gehen darf. Ja, okay. Du darfst alles machen, wie du möchtest. Das Einzige, was nicht erlaubt ist, ist, sie dauerhaft festzuhalten. Okay. Ja. Dass sie einfach physisch nicht dran kann. Aber sonst darfst du alles machen. Das ist alles erlaubt. Okay. Ja. Also ich lege das jetzt einfach auf den Boden ja. Und du darfst ihr sagen, dass sie es nicht haben darf. Nein. Was wir jetzt hier sehen können, ist, dass Miller in der Hundeschule da einiges gelernt hat, nämlich ganz brav zu warten, wenn die Familie sagt, nein, da darfst du nicht rangehen jetzt, nimmt sie sich zurück, nimmt Blickkontakt auf, fragt also nach, ist also eine super Konditionierung. Und das hat direkt funktioniert. Ich habe also die Kaustange hingelegt. Die Selina hat gesagt, nein, da darfst du nicht dran gehen. Und zack, hat sie sich zurückgenommen und gesagt, okay, das habe ich gelernt, das mache ich nicht. Also da erstmal ein großes Lob. Das hat sie super gut gemacht. Da bin ich richtig stolz auf den Hund und auch auf die Familie. Aber ich frage mich natürlich, woran liegt es, dass sie dann auf der Decke die Schwierigkeiten hat? Und das ist eigentlich eine relativ logische Erklärung, denn das, was die Miller gelernt hat, ist ein sogenannter Belohnungsaufschub. Das heißt, Miller geht hin und sagt, okay, ich darf jetzt nicht dran,
aber gleich. Gleich wird es freigegeben, gleich darf ich hin, gleich darf ich das essen. Und genau das Gleiche passiert auf der Decke, denn sie liegt nicht entspannt auf der Decke und sagt, es geht mich nichts an, sondern sie sitzt auf der Decke, bellt und sagt, gleich kann ich zum Besuch hinstürmen, gleich löse ich mich selber auf und gehe da vorne hin und kläre das. Das ist also ein Belohnungsaufschub. Das hält sie gerade eben noch aus, beim Futter mehr als auf der Decke. Was sie aber nicht gut beherrscht, das ist Frustrationstoleranz, sich ernsthaft zurückzunehmen, zu sagen, das Futter geht mich gerade nichts an, die Decke geht mich gerade nichts an, ich entspanne mich und ich kann das aus meinem Kopf kriegen. Und daran müssen wir arbeiten. Es ist also die Erwartungshaltung, die wir hier verändern müssen. Okay, das, was ich jetzt also mache, ist, ich gehe an die Stange und sage ihr ganz ruhig, dass das meins ist. Das heißt, ich schnapp sozusagen mit meiner Hand einmal kurz zu, wenn sie dran geht. Und das, was ich möchte, ist, dass sie sich davon abwendet. Also ich darf auch mal so ein bisschen provozieren. Da zeigt sie jetzt dieses Rausgehen. Und das, was ich jetzt mache, wenn sie sich so verhält, ne, jetzt ist sie erstmal so, oh, jetzt sagt die mir hier und das ist ja total gruselig, stehe ich auf und sage ihr erstmal, guck mal, dass ich das grundsätzlich gut fand, was sie gemacht hat. Und dass es überhaupt nicht heißt, dass sie nichts von mir nehmen darf. Aber es bedeutet, geh nicht einfach in meine Sachen dran. Für viele Menschen ist vielleicht der Unterschied nicht ganz klar, ob ich etwas für mich beanspruche und der Hund sich rausnimmt oder ob mein Hund diesen Belohnungsaufschub zeigt und sich einfach nur kurz zurücknimmt und abwartet. Das ist aber ein ganz gravierender Unterschied im Hundetraining. Wenn ich nämlich sage, das ist eigentlich für dich, du musst nur 3 Minuten warten und dann darfst du es haben, dann hat der Hund eine ganz andere Erwartungshaltung und es ist eine ganz andere Intention, als wenn ich sage, du, das ist meins, schlag dir das aus dem Kopf und ich möchte, dass du bitte gehst. Denn dann zeigt der Hund uns ein ehrliches Feedback, nimmt sich ehrlich raus, ist sehr respektvoll uns gegenüber und zeigt auch, dass er damit abschließen kann. Das ist also ein ganz anderes Training und eine ganz andere Kommunikationshaltung. Ein Hund, der gelernt hat, abzuwarten, der kriegt es relativ leicht hin, auch wenn die Beziehung untereinander nicht besonders gut ist oder nicht ganz klar geklärt ist. Wenn ich aber meinem Hund etwas ganz klar verbiete und sage, generell nicht, es ist meins, dann habe ich häufig einen ganz anderen Konflikt, als wenn ich nur sage, warte mal kurz, du darfst gleich. Also ein spannendes Thema und bei der Miller haben wir hier auf jeden Fall den Knackpunkt und daran müssen wir jetzt arbeiten. Selina, ich hätte jetzt gern, dass du das auch mal machst. Ach, ich sollte es nicht wegsehen. Genau. Ja, da ist sie wieder brav. Jetzt kommt wieder der Ich-bin-braver-Hundeschulhund, das habe ich gelernt. Aber es ist noch kein Feedback, dass sie geht. Genau, jetzt rutsch noch mal nach. Sag mal, ist immer noch meins. Ey, genau. Bis sie wirklich, da zeigt sie schon Feedback. Jetzt geht sie und da fragt sie noch mal nach. Darfst du noch mal nachrutschen? Ey. Ja. Ja, und jetzt stehst du auf, holst den Keks und gibst sie dafür. So, das, was wichtig ist, sie kriegt nie die gleiche Sache danach. Und sie muss theoretisch auch nicht was danach kriegen, wenn sie das verstanden hat. Aber für den Anfang finde ich das immer sehr fair zu sagen, hey, das hast du toll gemacht, bin stolz auf dich. Aber wenn ihr das Gleiche geben würdet, werdet ihr wieder in den Belohnungsaufschub. Also dann kommt wieder dieses so, ja, ich weiß, ich muss nur warten. Das, was wir erreichen wollen, ist aber, dass sie da ein Demutsverhalten zeigt. Also, dass sie da wirklich von ihrem ganzen Feedback herausgeht. Das wird sie nie machen, wenn sie weiß, sie kriegt es danach. Im nächsten Schritt soll die Miller einmal auf die Decke gebracht werden. Ich möchte mir also hier jetzt einmal anschauen, wie gut geht sie auf die Decke und wie gut bleibt sie auf der Decke. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Dann bringen Sie gerne mal auf die Decke. Miller, komm. Hier können wir jetzt sehen, dass Miller schon Schwierigkeiten hat, auf die Decke zu gehen. Also für die Miller ist das auf die Decke gehen keine Entspannung, sondern eher wie eine Bestrafung. Das sieht man, sie blockiert sofort, sie geht in die Handbremse, sage ich immer, oder sie zieht die Handbremse und möchte auf gar keinen Fall auf die Decke. Und das ist total schade, weil das ist ja der Grundbaustein. Also wenn mein Hund gerne auf die Decke geht und sich da entspannen kann, dann habe ich natürlich noch mal viel leichteres Spiel, wenn es dann schwierig wird. Und deswegen fangen wir jetzt da an. Wir konditionieren das Ganze jetzt etwas positiver, versuchen da aus diesem Negativritual rauszugehen, die Decke wieder positiv zu gestalten und erst dann machen wir auf der Decke weiter. Okay, komm.
Einladen. Komm. Ziehen. Komm. Genau, da fängst du jetzt so ein bisschen an zu sagen, bitte, kannst du bitte mitkommen. Und das, was sie jetzt braucht, ist, wir machen das jetzt. Okay. Ja, also du darfst dann sagen, Milla, und dann nimmst du die Leine und gehst wirklich drei Schritte, bis sie locker wird. Okay, okay. Und dann belohnst du. Milla, komm. Super. Fein. Milla, komm. Super. Den Schritt finde ich schon mal super. Ja. Und jetzt machen wir die Kombi. Das heißt, sie ist hier, sie will nicht auf die Decke. Mhm. Milla lädst sie ein, sie geht mit, du belohnst sie. Und dann bringst du sie auf die Decke, setzt sie da ab. Also sie kann sich auch hinlegen, sie kann stehen bleiben. Gehst einen Schritt weg, so schön, wie du das eben gemacht hast, belohnst nochmal. Okay. Und dann haben wir eigentlich den Weg schon perfekt fürs Training vorbereitet. Jetzt stehst du schon so weit vor. Milla, komm. Fein. Komm. Super. Fein. So, und jetzt soll ich wieder rausgehen? Okay, okay, komm. Der erste Schritt ist gemacht, den hat Selina ja schon hier schön vorgearbeitet. Mhm. Das heißt, das müsst ihr jetzt natürlich weiter üben, dass sie dann auch gerne auf die Decke geht, auch ohne sich da zu wehren. Mhm. Aber jetzt ist ja der ganz wichtige Punkt für euch, dass sie da auch bleibt, egal was passiert. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist halt, dass du sie nicht gut halten konntest und dass sie dann immer wieder Erfolg hatte. Und Hunde lernen einfach durch Versuch und Irrtum, wie alle anderen Lebewesen auch. Sie hat also gesagt, das ist mir wichtig. Wenn du sagst nein und ich drücke mich aber doch drum rum oder ich bin besonders laut oder besonders aufbrausend oder so, dann komme ich doch zum Ziel. Und diesen Konflikt habt ihr jetzt 2 Jahre lang regelmäßig ausgetragen und sie hat halt sehr viel gewonnen. Milla, na komm. Sehr gut. So, ich fange jetzt mal an. Sie, guck mal. Da darfst du jetzt mal korrigieren. Milla. So, und jetzt kommt der wichtige Punkt. Ihr Fokus ist bei mir. Und du gehst hinter sie. Wenn du sie korrigieren möchtest, würdest muss du ich dich immer vor sie stellen und sie wegscheuchen. Okay. Ey, Fräulein, das will ich nicht. Ey, ey. Genau. Jetzt Milla. Mach nochmal den Weg frei zu mir. Und jetzt gucken wir mal, ob sie sagt, habe ich verstanden. Genau. Nein. Und da ist der Konflikt, den ihr mit der habt. So, mach nochmal den Weg frei. Ah. Nein. Zurück. So, da machen wir jetzt mal einen Cut. Bei Kerstin sieht man hier ganz eindeutig 2 Sachen. Das eine ist, dass sie sich selber nicht vertraut. Denn man sieht, die Milla geht von der Decke runter und die Kerstin bewegt sich noch etwas unsicher. Sie teilt also der Milla immer wieder mit, ich möchte nicht, dass du weiter nach vorne gehst, aber ihre Körpersprache sagt etwas ganz anderes aus. Ihre Körpersprache ist eher unsicher geöffnet und das, was sie zeigen sollte, ist ein Eindrehen, ein Blockieren, ein ganz klares Zurückschicken. Und da kann die Kerstin auf jeden Fall noch ganz, ganz viel an ihrer Körpersprache arbeiten und vor allem an ihrer Überzeugung. Denn das, was man hier sieht, ist, dass Kerstin sich selber nicht vertraut. Kerstin glaubt durch die ganzen Vorerfahrungen, ich glaube, ich kann sie da jetzt nicht blocken, ich weiß nicht so recht, ob ich das schaffe. Und das ist im Prinzip auch wie ein Stellvertreterkonflikt, der immer wieder bei uns Menschen verinnerlicht wird. Wenn ich über mehrere Monate die Erfahrung mache, ich kann mich da nicht durchsetzen, dann ist auch das, was ich abspeichere. Mein Gehirn wird also sagen, in der Situation kann ich mich nicht gut durchsetzen. Und das strahle ich auch dem Hund gegenüber dann aus. Hier müssen wir also das Mindset nochmal verändern, dass Kerstin wirklich sagt, natürlich kann ich mich durchsetzen und du gehst jetzt auf gar keinen Fall von dieser Decke. Das heißt nicht, dass ich böse werde, aber dass ich bestimmt und konsequent bin. Okay. Okay? Mhm. Nein. Und öffnen. Nein. Sehr gut. Öffnen. So, jetzt belohnst du. Nein. Nein. Verlass dich nicht auf dein Wort. Verlass dich auf deinen Körper. Sehr gut.
Jetzt wird es spannend, denn jetzt bauen wir die Klingel oder auch das Klopfen ein, also so, dass Miller auch wirklich den auslösenden Reiz hört, dass sie in ihr altes Muster sehr wahrscheinlich fällt. Und jetzt schauen wir mal, ob die Kerstin sich körpersprachlich deutlich ausdrücken kann und Miller wieder zurückbringen kann und wie das Ganze funktioniert. Nein. Ich freue mich total zu sehen, dass sich die beiden jetzt schon in der Konstellation zum Positiven verändert haben. Kerstin tritt deutlich selbstbewusster auf, zögert gar nicht mehr so. Und die hat jetzt so eine tolle Ausstrahlung in der Korrektur und das kommt bei Miller natürlich auch genauso an. Das, was hier noch ganz wichtig zu beachten ist, ist, dass die Kerstin jetzt immer wieder den Weg frei macht zum Reiz hin. Also sie steht nicht wie ein Türsteher oder wie ein Torwart vor der Miller und sagt so, nein, du darfst nicht, sondern sie sagt einmal kurz, ich will das nicht, geh zurück. Dann macht sie die Körpersprache wieder auf, gibt den Reiz auch wieder frei dadurch und Miller entscheidet sich jetzt ganz bewusst dagegen, von der Decke runterzugehen, weil sie die Korrektur angenommen hat, das Ganze verstanden hat. Und das ist ja unser Endziel, denn wir wollen nicht so die ganze Zeit vor unserem Hund stehen, sondern der nächste Schritt ist dann, wir gehen und der Hund akzeptiert, obwohl der Reiz da ist, dass er auf der Decke bleiben soll. Ey, zurück. Genau. Und mit dem ganzen Körper zurück. Zurück. Sehr gut. Stehen darfst du. Okay. Und dann darfst du sie gleich zwischendurch, wenn sie zum Beispiel gähnt. Ja. Ja, dann ist das so ein Zeichen von, dass sie diesen Stress verarbeitet. Ach so. Ne? Dass das Ganze so für sie jetzt aufwühlend ist und da sich was tut im Gehirn. Mhm. Dann könntest du zum Beispiel hingehen und sie belohnen dafür. Da passiert ja jetzt ganz viel bei ihr. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist für sie jetzt stressig. Ja. Ja, sie hechelt jetzt auch mehr, ne, als gerade. Das ist ja für sie jetzt etwas Ungewohntes und weil er auch sagt, sie ist eine Hündin, die nicht gut mit ungewohnten Sachen umgehen kann, dann weiß ich okay, dann. Ist das gut, dass ihr ungewohnte Dinge macht, damit sie sich daran gewöhnt. Ja. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, ja, aber darf die Miller jetzt den Besuch gar nicht mehr begrüßen? Das ist doch nicht das, was ich möchte. Da ist immer meine Antwort, es kommt auf den Hund an. Wenn mein Hund die Erwartungshaltung tatsächlich verändert hat, weil ich mehrere Wochen oder auch Monate trainiert habe, der Besuch geht dich nichts an, bleib auf deiner Decke, entspann dich, dann kann ich das natürlich Stück für Stück auch wieder auflösen und schauen, bleibt mein Hund in dieser entspannten Energie. Ich kann also auch sagen, mein Besuch kommt. Es dauert jetzt 20 Minuten, bis die Miller zum Besuch darf und dann bleibt sie vielleicht total entspannt und alles ist nett. Fährt mein Hund aber sofort wieder hoch, bedeutet das für mich, das ist keine gute Energie und dann darf er eben auch nicht zum Besuch. Das sollte man also immer individuell nach dem Hund entscheiden. Alle Tipps und Tricks zum Thema entspannter Hund findet ihr natürlich auch in unserem Kurs mit dem gleichen Namen. Da behandeln wir nämlich genau solche Dinge, wo Hunde immer wieder hochfahren und mit ihrer Erregung nicht besonders gut umgehen können und zeigen euch in ganz vielen verschiedenen Situationen, was ihr dagegen machen könnt, um den Hund im Alltag in eine bessere Entspannung zu bringen. Natürlich sind wir hier noch lange nicht am Ende angekommen. Das, was die Familie jetzt erstmal macht, ist der Miller klare Grenzen zu setzen. Und sie wird jetzt am Anfang noch bellen, sie wird sich aufregen, sie wird erregt sein, weil sie das ja jetzt über 2 Jahre lang so gelernt hat. Und natürlich können wir diese Erregung nicht von heute auf morgen abstellen und diese Erwartungshaltung. Wenn die drei jetzt aber konsequenter dranbleiben, dann helfen sie ihr zu mehr Ruhe, zu mehr Entspannung und dann wird sie an irgendeinem Tag sagen, ich komme ja eh nicht zum Besuch hin, also kann ich mich jetzt auch hier entspannen und dann ist alles gut. Ich hoffe, dass die jetzt fleißig dranbleiben und bin mir sicher, dass es dann ein gutes Ergebnis werden wird. Falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr noch mehr spannende Inhalte und Tipps haben möchtet, dann schaut doch mal in unserem Abo vorbei. Da findet ihr alle Kurse der Dog University gebündelt. Bis zum nächsten Video.